Weiter geht es mit einer neuen brandheißen Folge Dead Rising 3 mit Beta Dick. Was geht ab? Und meiner Wenigkeit Nick Jor, der gut aussehende Typ mit der Sonnenbrille, der ein wenig weniger zurückgeblieben aussieht als der andere Typ mit der abgeranzten Jeans-Lederjacke. Auch nicht wirklich. Eine Kombination so aus Jeans und Lederjacke. Und du bist doch so einer, ja, der sich die Ärmel abschneidet. Weißt ja, du, Mann, hallo? Hallo? Er kauft sich eine Jeansjacke. Nee, das ist falsch. Die Ärmel ab. Ich hab einen Wife-Beater drunter. Das musst du auch richtig sehen. Ach Quatsch, das ist alles hier abgeschnitten. Verrat mich doch nicht, Mann. Okay, was kommt jetzt? Wahrscheinlich wieder so eine extrem geile Cutscene. Schauen wir mal. Wir sind ja auf dem Weg in die Quarantänestation. Hallo? Gott. Ich denke, alles ist viel schlimmer als erwartet. Was zum Teufel? Los geht's! Ab geht's! Machen wir alles im Weg klar! Ja! Na los, Baby! Hey, du, eine Kämpferin! Lass sie gehen! Das wird lustig! Du weißt, wie ich sie mag, Mel! Ja, du weißt, wie ich sie mag. Ja, jung, dumm und voller. Weg mit den Dreckpfoten. Hey, ich dachte, lass dich gehen. Party time. Party. Hey. Alles klar, die klauen unsere Weiber. Aufs Maul, Mann? Willst du einfach mal Ronda natzen? Das kann ich aber nicht gut heißen, Mann. Hast du irgendwas Geiles dabei, weil die Typen sind irgendwie ganz schön. Oh shit, holy fuck, ja, der hat einen Molotow, ich hab's gerade gemerkt. Was bist du denn für ein Pisser? Ich hab eine Feuerwerks gefunden. Egal, ich fahr sie einfach um. Fährst sie. Oh shit, okay. Alles klar, ich hab einen von denen. Die sind auch so ein bisschen komisch. Ich hab hier schön in den Bus reingerammt, aber er ist irgendwie immer noch am Leben. Ich glaube, es ist irgendwie die beste Idee, wirklich auch in ein Auto zu steigen für mich. Aber es funktioniert leider nicht. Die sind irgendwie aus irgendeinem Grund unsterblich. Sind aus Titan. Holy shit, okay. Boah, das gibt es doch nicht. Ich habe den eben gerade so derbe weggefetzt. Ist das ein neuer Mann? Der alles überlebt. Das muss doch ein neuer Typ sein. Er ist explodiert. Dem ist der Arsch geplatzt. Ich hab einen getötet. Oh. Holy shit. Alter, ich bin voll rausgeflogen. Lebst du doch? Ja, mir geht's gut. Oh Gott. Irgendwie die Leuchtpistole bringt gar nichts. Leuchtpistole? Okay. Okay, jetzt sind es aber mehr. Kann es sein, dass unser Aufprall die dupliziert hat? Oh Gott. Raus hier. Holy shit, das war stilvoll. Ganz ehrlich. Wie können wir die töten? Ich glaube, die sterben schon, wenn wir dagegen fahren. Aber es kommt immer neue. Nein, hier drüben sind Motos. Hier drüben sind ganz viele Motos. Du kannst sie anzünden. Oh. Oh, fuck. Bringt das wirklich was? Triffst du die? Ja, klar, nimm Motos. Ja, Hammer. Na gut, Molotow für dich. Ey, die können aber richtig gut werfen, im Gegensatz zu mir. Ich bin voll die Gurke. Hast du mir auch gerade gedacht. What the fuck, willst du das mit Molotow Komm machen? Komm schon, das gibt es doch nicht. Das dauert ja ewig. Nee, lass mal. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich steige in ein Auto und fahre sie einfach um. Und ich glaube, ich nehme jetzt erstmal hier einen guten Schluck O-Saft, denn ich bin ziemlich gedamaged. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich habe eine Knarre. Oh, wow, holy shit, okay. Ist er tot? Bin ich tot? Alles gut. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wenn du am Boden liegst, musst du Bescheid sagen. Nee, noch geht's. Ich hab noch fast volle Health. Oh, motherfucker. Okay, ich habe eine Idee. Du rammst sie gegen die Wand und ich brenne sie nieder. Okay. Funktioniert's? Nein. Ich hab oh shit. Vielleicht funktioniert die. Werf sie noch an den Kopf, Mann. Oh fuck. Alter, das kann's doch nicht sein. Es sah schon extrem stilvoll aus, was du da gerade gemacht hast. Leider nicht so effektiv. Ich treff sie nicht. Ja, der wirft ohne zu sehen, wo ich bin, besser als ich, wenn ich ihn genau vor mir hab. Auto-Aim. Der Typ hat Auto-Aim. Der hat doch an. Ultra am Hacken. Schau ihn dir an, Mann. Der hat an. Ey, ich kann sie auch nicht rammen. Irgendwie, nee. Also ich glaube, Auto ist irgendwie die einzige wirkliche Möglichkeit. Aber uns gehen irgendwie so ein bisschen die Autos aus, kann das sein? Ein bisschen, ja, ein bisschen. Da, Mann, ein Penner. Okay. Motherfucker. Einen habe ich wieder. Alles klar, sehr gut. Der da drüben, Mann, der da drüben. Oh, komm schon. Ramin.
Oh, er ist tot. Sehr gut. Ist er tot? Jawohl. Backer. Okay, hier drüben sind zwei, noch fünf. Holy shit. Ihr habt gesehen, was Dick mit einem Hammer und einer Jukebox macht in einem Auto. Ja, so sieht's aus. Kommen die direkt aus Mad Max oder was ist los mit denen? Zu brennen. Zack, nochmal ein. Oh, okay. Okay, haben wir gewonnen oder verloren? Rhonda wurde schon vergewaltigt. Verdammte Scheiße. Ihr legt euch mit der Falschen an. Jawoll. Mein Auge erwischt. Mann, die hat mir die Eier ins Hirn gerammt. Mistück! Hey! Ich hab genug von euren Spielchen. Ich reiß dir das Herz raus, Mann. Oh, yeah. Das gilt Ärger, Kleiner. Oh, komm schon. Oh, oh. Oh ja! Du bist tot! Hier kommt der Boss! Komm schon, yeah. Was zur Hölle? Nein. Oh Gott! Was haben wir denn hier? Frischfleisch! Wie sieht's aus, Jungs? Eine nette Überraschung, was? Kein Militär mehr. Keine Polizei. Keiner, der sich noch bei uns einmischt. Unsere eigene kleine Insel. Wir sollten uns beruhigen. Okay, definitiv Mad Max. Ja, nee, ist klar. Wie wär's mit Nein? Was ist bei dem los? 10 Biker besiegen. Wir haben 10 Stück getötet. Gefühlt okay. Irgendwie waren das 3. Schon. Was sind denn da hinten? Ich glaube. Irgendwelche Punkte, die wir treffen können. Explosive, ich glaub, Scheiße. Da hinten. Ja. Oh, wahrscheinlich können wir den mit Molotovs hochjagen. Das würde Sinn machen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Aber. Wow! Okay. Er hat direkt in meinem Gesicht geparkt. Zum Glück habe ich nicht aufgepasst und nichts abbekommen. Alles klar, hier oben sehen wir seine Lebensenergie. Der hält schon ziemlich viel aus. Oh, Motherfucker. Ich wünschte, wir hätten jetzt noch irgendwie ein Fahrzeug. Oh, Combo, Alter. Fucking ist Finisher. Gerade dabei, ihn zu fisten? Ja, Mann. Motherfucker. So sieht's aus, Alter. Okay. Ich glaube, okay. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn auf jeden Fall... Ich werfe ihn mit Reis ab. Friss Reis. Friss Reis. Hat nichts gebracht. Ich habe ihm auf jeden Fall das Mittagessen wieder hochgeklopft. Aber das hat noch nicht wirklich gereicht. Bowie, nein. Oh, shit. Geworfen. Holy fuck. Alles klar, ich geh ran. Das nächste Mal, wenn er irgendwie stehen bleibt, dann hole ich ihn mir. Ja, Mann. Jetzt. Bam. Was zur Hölle? Warst du das eben gerade mit einem Motor? Nein. Ich habe eine Shotgun in der Hand. Ach so, ich dachte eben gerade, was ist da explodiert, bitteschön? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist explodiert. Okay, er kommt wieder. Er trifft, natürlich. Oh. Jetzt. Schnell, geh ran, Dick. Jawoll. Oh, Fucker. Ich hau auch noch zu. Jawoll, so sieht's aus. Boah, magst du den Lenker? Guck mal, ich mach immer noch Schaden. Sehr gut. Alles klar, dem haben wir eben gerade dicker eingeschickt. Alter, den Typ auseinandergenommen mal kurz. Was zur Hölle? Guck dir die Pussy an, Mann. Wie er Sand im Getriebe hat. Ich muss hier noch mal ein bisschen Müsli essen. Oh, da geht er. Komm schon, der hat gar nichts mehr, der lebt noch. Was? Der Hundesohn. Der schmutzige Mann, guck ihn dir an. Der dreckige Dan. Der ist nicht nur ungewaschen, sondern auch schmutzig. Komm, renn hin. Fuck. Schließ ihn noch einmal an. Jetzt aber. Jetzt. Gib ihm. Aus war's, okay. Ich war schon im Drachenmodus. Das war ein bisschen zu viel Dick für ihn. Kommst hier nur in einem Sarg wieder raus.
Gott, unser Retter! Hey, was ist los, Herzchen? Ich habe noch niemanden umgebracht. Okay, ich habe Zombies erledigt, aber die sind ja schon tot, oder? Aber noch keinen Menschen. Vielleicht hätte ich das anders erledigen können. Es musste sein. Er hätte uns getötet oder schlimmer. Nick, hör mir zu. Wir müssen aus der Stadt raus. Fliehen oder sterben. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Ja. Fliehen oder sterben. Dann los. Hast du auch immer so einen Hall bei den Stimmen? Hall? Ja, so ein Echo. Nee, nicht so wirklich. Bei mir haben die richtiges Echo, als wären die in so einer riesigen Halle. Als würden sie sich jedes Mal in so einer riesigen Fabrikhalle unterhalten. Meinst du, das ist einfach eine riesen Glaskugel drüber mittlerweile schon? Okay, wir haben was Neues. Abgeschottet. Die Motorradwalze. Die Motorradwalze. Frisch aus Mad Max. Halt! Das beschreibt schon sehr gut. Was war das eben gerade für ein Sound? Ja. Diego? Nick, bleib unten! Diego, ponga su arma. Soy Nick. Mach ihn kalt, er macht mich nervös. Klappe! Diego? Ich bin's, Nick. Nick? Nick, amigo! Gott, es tut mir leid. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe Schreie gehört und kam her. Ich suche die Werkstatt, von der du erzählt hast. Nick, Mann, es sieht echt mies aus. Wir sind am Arsch! Wo ist der Rest der Einheit? Die wurden von den Zombies zerlegt. Wir waren drüben beim neuen Museum. Große Ausstellung. Die Präsidentin war da. Wir haben total versagt. Plötzlich waren überall Zombies. Ich bin einfach weg, Mann. Jetzt bin ich desertiert oder so. Sie lassen keinen raus. Alles unter Quarantäne. Deshalb wollte ich dich finden, Mann. Du bist gut im Reparieren. Kriegst du das Flugzeug hin? Was war das mit dem Flugzeug? Dieser Sammler hat im Museum ein Militärflugzeug gestiftet. Meine Einheit sollte es bereit machen. Ich könnte es fliegen, aber es muss repariert werden und braucht Benzin. Ich habe einen Schlüssel. Hier. Oh. Ah. Oh Gott. Nein. Oh Mist. Schön, dich gekannt zu haben. Mist. Nick. Ach. Baby. Du brauchst Zombrex. Sofort. Oder du verwandelst dich binnen Stunden. Dein Freund und ich gehen zum Flugzeug. Mann, es ist die Lagerhalle bei den Docks. Die findest du. Zombrex, wo kriege ich das her? Wahrscheinlich in Ingleton. Dort gibt's ein Krematorium. Leichenhallen haben immer Zombrex auf Lager. Wegen der Toten sind die Tore versperrt. Nimm die Kanalisation. Finde es. Geh zum Krematorium. Komm schon. Alter, bist du ein Arschloch. Weißt du, ich werd gebissen und du sagst so, yo, Bro, schön, dich gekannt zu haben. Aus rein. Ich bin dann mal weg. Warte mal, kann man ja was basteln? Ja, ja, ich bin schon am Basteln. Hau mal rein, Mann. Meine Nippel vibrieren, oh, wenn man irgendwas basteln kann. Kannst du da irgendwie mit drauf? Shit. Das ist eine gute Frage. Yep. Oh, kannst du irgendwas machen? Alter, du kannst Knallkörper werfen. Nice. Spürst du meinen Dick? Aber hart. Ich dachte, das wäre eine Taschenlampe, die du dabei hast. Nein, die Maglite hast du. Warte mal, hier ruft jemand an. Und jetzt? Allison. Warum kann ich eigentlich nicht werfen? Ich glaube, der braucht einen Freund. Okay, irgendjemand braucht Hilfe. Ja, hier, die links von uns in dieser... Ja, ja, aber ist Dry Cleaning. Wir haben noch irgendjemanden. Wir haben noch jemanden. Ich dreh mal eine Runde. Schmeiß mal irgendwas. Holy shit, ich kann nicht. Wie zur Hölle muss ich dir das aus... Ich kann nichts machen. Vielleicht irgendwie LT? Oh, warte mal. Musst du abspringen und schmeißen? Ich glaub's nicht, nein. Ich glaub es einfach mal nicht. Dick, du alter Egomane. Immerhin würdest du deinen besten Freund zurücklassen. Das ist richtig. Oh, shit, ja, deswegen töte ich dich jetzt. Wer ist hier das Dick? Du Penisloch.
Du Prinz Albert, du. Nick, Mann. Nick ist schon volles Penisloch manchmal. Wer einfach seinen Kumpel überfährt, nur weil er einen Joke gemacht hat. Joke, ja. Im Angesicht des Todes. Ich wollte dich nur aufmuntern. Aufmuntern? Alter, ich habe eben gerade mein Todesurteil unterschrieben. Oh Mann, aber genauso bescheuert wie bei The Walking Dead, oder? Wird gebissen, während er nach irgendwas greift. Ja klar, Arsch. Ist der Klassiker. Ist der Klassiker. Du greifst ja, nach irgendwas, deswegen würde ich auch immer Handschuhe anziehen. Ohne Scheiß, ich würde mit Handschuhen rumrennen. Einfach Kevlar-Handschuhe, das ist das Problem nicht mehr. Irgendwas Stabiles. Also ich habe irgendwie, es sieht ja zwar toll aus, dass ich die Wunderkerze in der Hand habe, aber ich kann nicht so wirklich viel damit anfangen. Du kannst sie bestimmt irgendwie werfen, aber du bist so inkompetent, weil du dick spielst. Ich wette, ich könnte sie werfen. Glaubst du? Sollen wir tauschen? Nein. Oh, das ist klar, komm, wir steigen hier ab. Okay. Jetzt fährst du weiter, oder wie? Nee, wir müssen hier oben hin. Eigentlich wollte ich auch nicht aufsteigen. Komm schon. So. Alles klar, hier müssen wir rein. Bist du also gebissen worden? Na, schöne Scheiße. Ja, warte mal ab, du wirst auch noch gebissen. Ach, komm schon. Moment, Anruf. Sag doch sowas nicht. Ist mir doch scheißegal, ob der springen will. Vielleicht will er springen, das ist schön für ihn. Sag ihm, er soll einen Salto machen. Aber Waffenladen hört sich gut an. Wir sollten da hingehen. Bist du denn hingeladen? Ach, hier runter. Geh hier nach unten. Geh mal nach unten. Okay, ja, was geht da? Folgt dem Stöhnen. Einfach dem Stöhnen folgen. Heilige Scheiße. Was machst du denn hier drin? Du wirst noch erfrieren. Glaubst du, das weiß ich nicht? Halt's Maul, ich hatte Schiss. Was sollte ich tun? Hey, ich weiß, das ist schlimm, aber versuch erstmal dich zu beruhigen und dann... Beruhigen? Was faselst du da? Wir werden alle draufgehen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Ich mochte Bestia. Glaubst du das? Ich mochte den Rausch. Aber jetzt ist mir das zu viel. Alles klar. Was soll er Basejumpen mit einer Zombie-Invasion? Okay, I don't know. Wer Basejumping macht, hat doch wohl genug Mut, sich dem zu stellen, was da draußen ist. Womit? Bloß nicht. Ich habe Pläne für so eine Art irre Kombiwaffe gefunden, aber ich kann nicht klar denken, ich pack's nicht. Moment. Pläne? Für eine Art Kombiwaffe? Hör zu, vielleicht kann ich dir helfen, wenn du mir diese Pläne zeigst. Echt? Würdest du? Ich brauche ein Fleischerbein und eine Motorsäge. Damit könnte ich mich da draußen verteidigen. Ein Beil und eine Motorsäge? Ravi, Mann, Ravi, würden wir dich anlügen? Natürlich bringen wir den Beil und eine Motorsäge. Ich habe, glaube ich, einen Beil dabei. Ich habe einen Beil dabei. Ravi, der Rabi. Aber der empfiehlt ein bisschen die Locken. Ich meine, ich weiß nicht, ob er an anderen Körperstellen Locken hat, die ich nicht sehen will, aber... Der hat so ein Mützchen mit Locken dran, weißt du? Meinst du, der hat einfach... Also okay, zwischen den Beinen. Wo finden wir bitte schön eine Motorsäge? Eine Motorsäge? Im Baumarkt, Alter. Gibt's ja einen Baumarkt. Ja, aber haben wir hier einen Baumarkt in der Nähe? Ich hab keine Ahnung. Motorsäge? Guck mal, da hinten wird doch irgendwas angezeigt. Ist das die Motorsäge? 604 Meter? 604 Meter? Nee, Friedhöfe? Nee. Glaube eher nicht. Dach vom Waffenladen. Der Kanal, glaube ich. Okay, eine Motorsäge. Guck mal, hier ist so Baustellenkram. In der Nähe findet sich ein tragisches Ende. Was soll das denn bedeuten? Oh, da drüben ist irgendwas. Da drüben ist irgendwas, ein Bauplan. Ein Bauplan? Yes, baby. Nice. Ein Fahrzeugbauplan. Ein Minimotorrad. Fahrzeugbauplan. Guck mal hier. Warte, nee. Man muss hier zusammenlassen. Und dann baue ich dir was Schönes. Daddy baut dir was Schönes. Yay, du machst aus zwei Motorrädern eins. Was zur Hölle ist das denn? Innovation, oder? Warte mal, was ist das? Warte mal. Holy shit, was ist das denn? Das ist das kleinste Rad aller Zeiten. Aber es ist praktisch, weißt du? Du kommst überall hin. In jede Ecke rein. Oh shit, das sieht schon ein bisschen bescheuert aus, aber ja, stimmt. Sieht richtig zurückgeblieben aus. Besonders das kleine Rad da hinten. Höh, der Zombie ist einfach verschwunden. Jetzt weißt du die geheimen Fähigkeiten dieses Motorrads. Guck mal hier. Hammer, Alter. Hat die den Portalgun dran, oder? Die Zombies sind verschwunden. Das ist der Typ, der hier angezeigt wird. Ravi, Mann. Ist das Ravi? Ravi, keine Ahnung, vielleicht. Paintballgewehr. Weiß er nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Kettensäge finden. Was auch ah, shit. Wahrscheinlich irgendwo hier. Ja, irgendwie sowas, denke ich doch mal. Baustellen, Bauhaus. Ach, hier drüben der Kettensägenhändler um die Ecke. Ach so, der. Er hat vielleicht ein, zwei auf Lager. Okay, warte mal. Hier drüben ist wieder ein Bauplan. Irgendwas sehe ich hier, glaube ich, in dem Gebäude drin. Im Gebäude. Oh, yes, Bauplan. Kommst du ran? Oh, nice. Der Klassiker. Tosender Donner. Oder Tosender Toaster.
Was? Tosender Toaster? Der tosende Toaster. Okay, okay. Macht er das köstlichste Toast von allen, oder? Auf jeden Fall das knusprigste. Hm, okay. Wer es schwarz mag. Ich baue das Ding. Ich mag schwarz. Ja, ist okay. Nichts gegen Schokolade. Ich esse meine Toast sehr gerne schwarz. Okay, ich habe das Ding gebaut. Sieht ziemlich geil aus. Okay, nehmen wir den mit. Ich schau mich hier mal um, vielleicht finde ich hier irgendwo eine Kettensäge oder so. Bam! Planker-Style. Ziehst dir rein, ich bin mies der Planker. Fucking Home Run. Fucking Home Run. Okay. Boah, hier kann ich richtig geile Kill-Serien machen. Ah, das ist Laubgebläse. Yes. Scheiße, ich dachte, es wäre eine Kettensäge. Das ist nur ein Laubgebläse. Willst du mich trollen? Das Ding ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Nice. Wo bist denn du? Muss ich mich gleich dran reiben. Du kannst dich gleich mal hier drüben an mir reiben. Gute Frage. Warte, ich komme rüber. Mit allergrößter Freude. 100 Meter weg. Ich schaue, ob es irgendwo Kettensägen gibt, aber ich habe keine gefunden. Ich glaube, hier gibt es keine. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen weitergehen. Oh Mann! Alter, Alter. Schau mal, was ich gefunden habe. Lamborghini. Yep. Was hast du gebastelt? Warte, warte. Zieh's dir rein. Bam! Oh shit, Blanker-Style. Nice. Ich hast du dann auch einen Bierhut Blanker dran, dass du trinken kannst? Oder? Oh nein, Zementsäge. Oh. Scheiße. Ach, das ist ein Unterschied. Anscheinend, ja, hab ich dich getoastet? Ja, so ein bisschen. Und wieder getoastet? Yep. Hör auf damit, Alter. Sorry, Bro. Aber ab und an muss ein Mann eben seinen Toast toasten. Das ist richtig, das ist richtig. Ungetoasteter Toast, ich weiß ja nicht. Den lässt du 2 Minuten lang liegen und dann ist er ekliger Toast. Das macht so Laune, die Zombies hier wegzugrillen. Okay, ich muss noch einmal toasten. Viel Spaß. Oh, what? Warum eigentlich nicht? Alles sieht klar, aus wie eine Waffe, die man kann ich noch was Nettes dick bauen geben sollte. Ich meine, die Zementsäge mit dem Vorschlaghammer war doch auch die eine Kombiwaffe, ne? Genau, ja. Zementsäge war es, glaube ich. Oder war es eine Kreissäge? Oh. Nee, nee. Das ist schon so eine Zementsäge. Okay. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter, denn die Folge hier ist schon wieder zu Ende. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Vergesst die Bewertung nicht. Wir brauchen sie, damit wir weiter hier Zombies metzeln können. So sieht's nämlich aus. Ganz wichtig. Kommentar könnt ihr auch gerne schreiben. Wir müssen uns ja Rahmen kaufen. Mal. Bleibt schön rahmig. Und tschüss! Haut rein!